Enno Park, der nicht nur über Cyborgs und Bodyhacker mit euch spricht, sondern auch selbst per Definition ein Cyborg, also eine Kombination von Mensch und Maschine ist, das werdet ihr ja gleich sehen. Er ist nicht nur Vorsitzender des Cyborg e.V., Fun Fact, der hat sich übrigens mal hier in der Seabase getroffen, sondern der schreibt auch zum Beispiel für verschiedene Medien, unter anderem eben über sein Implantat, und darüber wollen wir jetzt auch gleich was hören. Komm doch gleich mal hier nach vorne. Dann kannst du uns was über dich und auch über andere verschiedene Cyborgs, Bodyhacker und Modifikatoren berichten. Bitteschön. Ja, danke schön. Moin. Praktisch, da muss ich schon mal nichts mehr über mich sagen. Das hast du schon erledigt, das ist gut. Ich bin in der undankbaren Situation, ein Thema, über das ich ein ganzes Seminar halten könnte, in 20 Minuten zu quetschen. Und deswegen habe ich mir erlaubt, den Titel kurzfristig zu ändern in Cyborg-Politik, weil ich dachte, das ist hier der netzpolitische Abend und ich glaube, es ist am besten, wenn ich kurz mal erkläre, worum es eigentlich geht und auf die politischen Aspekte eingehe. Es wird also jetzt nicht so sehr um Medizintechnik gehen. Es wird nicht so sehr um den Begriff des Cyborg gehen, zum Beispiel in der feministischen Wissenschaftskritik bei Donna Haraway, obwohl es wahnsinnig spannend ist, bis hin zum Xenofeminismus. Es wird auch nicht so sehr um RFID-Chips geben, die man sich implantieren kann, obwohl ich dazu eine Menge zu sagen hätte. Und es wird auch nicht so sehr um Transhumanismus gehen, obwohl ich dazu noch viel mehr zu sagen hätte. Ja, wie stellen wir uns dann so einen Cyborg vor? Normalerweise so, na, kennen wir alle, so das Schreckgespenst. Das ist jetzt kein Cyborg, sondern ein Androide, ein Cyborg, die Abkürzung Cyborg, die Nerds wissen das natürlich, steht für kybernetischer Organismus, im weitesten Sinne ein Organismus, in den Technik implantiert wurde, damit er sich seiner Umwelt besser anpassen kann. Der Begriff wurde geprägt 1960, als NASA-Forscher die Idee hatten, dass der Mensch auf diese Weise besser im Weltraum überleben kann, wenn man zum Beispiel Teile seiner Verstoffwechselung oder seiner Atmung einfach mal durch irgendwelche Technik ersetzt. Ja, das war mal Science Fiction, aber mittlerweile sind Menschen mit Technik im Körper in der Realität angekommen. Ich bin auch so einer, das heißt, ich bin das, was wir uns wirklich unter Cyborg vorstellen können. Das ist ein Foto von 2011 von meinem Hinterkopf und zeigt das Cochlea-Implantat. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht zu viel über das Cochlea-Implantat rede, sonst mache ich den ganzen Rest platt. Ganz kurz gesagt, es ist ein künstliches elektronisches Gehör, das direkt mit meinem Hörnerv verbunden ist und diesen auf elektrischem Wege per elektrischer Stimulation mit Reizen stimuliert und ich höre dann was. Das ist ziemlich cool, weil medizinisch gesehen bin ich so gut wie gehörlos und mit sehr, sehr starken Hörgeräten käme ich bestenfalls auf ein Sprachverständnis von 25%. Mit den Cochlea-Implantaten schaffe ich ziemlich locker 100%. Aber es hilft mir auch nicht immer an allen Lebenslagen. Es gibt immer noch Situationen, in denen ich schlechter höre als andere Menschen. Man darf also jetzt nicht auf die Idee kommen, dass man jetzt plötzlich alle Behinderten reparieren könnte oder solche Ideen, da kommt man ganz schnell auf ein ganz, ganz schiefes Brett. Aber zugleich ist dieses Stück Technik, obwohl ich es aus medizinischen Gründen bekommen habe, auch ein Enhancement. Ich kann mehr als ihr. Das Geilste, was ich kann, ist abschalten. Also ich mache das aus und das ist Ruhe und so verbringe ich auch wirklich fast die meiste Zeit an meinem Schreibtisch. Das ist wirklich großartig. Ich kann zwischen verschiedenen Programmen hin und her schalten und dadurch die Welt so klingen lassen, wie ich das gerade brauche. Also in lauter Umgebung so eine Art Richtmikrofon zu schalten und dann stört mich der Störschall nicht. Und ich kann mich auf meinen Gesprächspartner konzentrieren, der mir gegenüber sitzt. Und vielerlei solche Dinge mehr. Dann gibt es Nachteile, wie zum Beispiel hoher Batterieverbrauch. Alle 2 Tage wechsle ich die Batterien. Es wäre natürlich viel, viel schicker, wenn ich die Dinger einfach
mit dem Stoffwechsel meines Körpers, mit Nahrung, mit Energie versorgen könnte, es ist genug da. Aber technisch geht das noch nicht. Und an der Stelle sieht man halt, trotz aller technologischer Fantasien und diesem Gefühl der wahr werdenden Science Fiction, wie unterlegen diese Technik der Biologie eben weiterhin ist. Das sind so Sachen, die man nicht aus dem Kopf, aus dem Blick verlieren sollte, wenn man sich mit dem Thema befasst. Ersatzteile für den Menschen haben eine ziemlich lange Tradition. Diese Nase, so eine hat zum Beispiel Tycho Brahe getragen vor rund 500 Jahren. Da ist das schon mal passiert, dass den Menschen die Nase abgefallen ist, wenn sie Syphilis bekommen hatten. Und dann haben die halt so eine Blechnase getragen oder die Wohlhabenden eine aus Gold. Und unten rechts sehen wir das die älteste Prothese der Welt. Die ist ungefähr 3000 Jahre alt und ist ein künstlicher Zeh aus dem alten Ägypten. Wenn man einen Zeh verliert, kann man aber nicht mehr vernünftig gehen und abrollen mit dem Fuß. Deswegen ist so ein Ding sehr praktisch. Die Hochzeit der modernen Prothese kam aber mit dem Zweiten Weltkrieg, der so viele verstümmelte Menschen produziert hat, dass daraus eine regelrechte Industrie seit ungefähr 100 Jahren geworden ist. Und diese Brille oder dieses Armenimplantat sind Beispiele dafür. Heute sind wir ein bisschen weiter. Kunstherz gibt es noch nicht so richtig wirklich, aber alle paar Jahre heißt es, bald ist es soweit. Dafür gibt es Herzschrittmacher, die nicht mehr nur einfach passiv einen Takt vorgeben, sondern Körperwerte ausmessen, mit dem Körper interagieren, Herzschlag beschleunigen können und solche Dinge übers Internet aus der Ferne programmierbar sind. What could possibly go wrong? Kein Witz, auch wenn ihr jetzt lacht. Dann so Sachen wie künstliche Hüftgelenke oder eben auch, hier ist nochmal abgebildet, dass der innere Teil des Cochlea-Implantates, also der Teil, der bei mir quasi unter Putz verlegt ist. Dann haben wir hier ein paar spannendere Cyborgs. Fange ich mal oben links an, das ist Jens Naumann und der ist blind und der hat sich so eine Brille gebaut, schon vor 10 bis 20 Jahren. Mittlerweile muss man das nicht mehr auf so eine Brille setzen, sondern tut den ganzen Chip komplett in den Augapfel rein, verbindet das Ganze mit dem visuellen Kortex des Gehirnes und kann sehen. Allerdings in sehr grober Auflösung und in Schwarz-Weiß. Also man muss sich das so vorstellen wie so ein altes Monkey Island unter MS-DOS und dann ohne Farbe. Aber immerhin. Ne? Daneben haben wir Nigel Eklund, der hat eine myoelektrische Prothese. Myoelektrisch heißt, aus dem Muskelgeweben, aus den elektrischen Stromstößen in der Muskulatur des Restarmes werden die Signale gewonnen, die benutzt werden, um diese Prothese zu bewegen. Und dann kann er das tun, so als sei das seine eigene Hand. Mittlerweile so gut, dass er sich damit die Schuhe zubinden kann. In der Regel haben diese Prothesen noch kein taktiles Feedback. Das heißt, er spürt nicht, dass er was anfasst, aber auch das können neueste Prothesen mittlerweile schon leisten. Unten links sehen wir nochmal, wie so eine myoelektrische Prothese einen kompletten Arm ersetzen kann, der erstaunlich gut funktioniert. Und rechts daneben Jerry Jawala, der hat einen Finger verloren. Wenn man einen Finger verliert, bekommt man einen aus Gummi. Und der dachte sich, ach, wenn ich schon die ganze Zeit so einen Gummifinger da vorne drauf habe, dann baue ich da doch einen USB-Stick ein. Aus heutiger Sicht mit der enttäuschenden Kapazität von 2 Gigabyte und ich stelle mir das sehr unpraktisch vor, wenn ich hier so die ganze Zeit Finger am Laptop stehe, um Daten zu kopieren. Wobei man sicherlich, wenn er den Finger so abnehmen kann und so reinstecken kann, ist es ja auch ein netter Effekt. Es gibt aber auch eine, ja, ich sage mal, Do-it-yourself-Szene, die sich weitgehend abgekoppelt haben von der Medizin. Oben sehen wir Nordstar.
Das ist ein Implantat von Grindhouse Webware. Gegründet hat das Ganze Tim Cannon. Es ist kein besonders interessantes oder schlaues Implantat. Es kann nämlich eigentlich nichts außer unter der Haut leuchten. Was manche aber dann halt wohl cool finden. Ja, sehr viel spannender ist das Implantat rechts daneben von Neil Harbison, der diese komische Antenne trägt, die aber keine Antenne ist, sondern an der Spitze dieses Gelenkkörpers befindet sich eine Kamera und die zeichnet Farben aus. Und da Neil Harbison mit seinen Augen nicht in der Lage ist, Farben zu sehen, weil er farbenblind ist, hat er auf diese Weise die Farben seiner Umwelt als Töne umgewandelt, kann er sie wahrnehmen als Töne umgewandelt und bekommt dadurch den Farbsinn zurück. Und dadurch, dass er Farben hört, entwickelt er auch eine spannende Form von Synästhesie. Also wenn ein Telefon klingelt, hat er zum Beispiel das Gefühl, das Telefon ist jetzt lila, weil es halt in dieser Farbe klingelt. Dann haben wir da noch Kevin Warwick, der bekommt die Pionier-Ehrenmedaille, weil der schon in den 90er Jahren ziemlich viele krasse Experimente gemacht hat. Der war der Erste, der sich Chips unter die Haut gesetzt hat und sich ein Smart Home gebaut hat, wo die Heizung angeht und das Licht angeht, sobald er den Raum betritt und solche schönen Dinge. Und er hat auch Nerven angezapft mit feinen Nadeln. Und dann mit den Signalen, die er aus den Nerven gewinnt, so Roboterarme ferngesteuert, gerne auch mal übers Internet auf einem anderen Kontinent und gerne auch mal mit den Nerven des Arms seiner Frau verbunden und dann ihren Arm gesteuert, beziehungsweise sie seinen. Lass das mal an der Stelle lieber, aber wenn es um Sinneserweiterung und solche spannenden Themen geht, haben wir unten rechts stellvertretend für viele, viele Biohacker und Leute, die Piercings tragen, Rin Räuber mit dem berühmten Magnetemfinger, der unglaublich praktisch ist für alle, die ihre Rechner noch selber bauen. Wenn mal ein Schräubchen ins Gehäuse fällt, kennt das. Aber das Spannende daran ist, dass man mit so einem Magneten per Vibration spüren kann, wenn man sich in einem elektromagnetischen Feld befindet. Das verschafft einen neuen Sinn. Und da wir das von Natur aus nicht wahrnehmen und gleichzeitig unsere Umwelt vollknallen mit solchen Feldern, ist das natürlich eine ziemlich spannende Sache. Ja, da sehen wir ein Bild von Oscar Pistorius, kennt ihr vielleicht alle. Er ist jetzt mittlerweile eher, lasse ich das mal, jedenfalls... Er kann mit diesen Blades schneller laufen, als Menschen das normalerweise mit ihren biologischen Füßen tun. Und da muss man schon von Enhancement reden. Mittlerweile ziehen Exoskelette in den industriellen Bereich ein, sodass Arbeiter wirklich schwere Lasten heben können, ohne damit ihren Rücken zu ruinieren. Smartwatches und den ganzen Kram kennen wir. Oder auch wenn es jetzt nicht großartig angewendet wird, Ideen wie Google Glass, bis hin zum RFID-Chip im Finger. Der ist gerade sehr in den Medien, da könnte ich jetzt einen eigenen kleinen Vortrag drüber halten, weil da sehr viel Unsinn verbreitet wird, so von wegen, man könnte die Leute auf Schritt und Tritt bewachen und sogar Körperfunktionen überwachen und all diesen Unsinn, das stimmt nicht. Die Überwachung geht nicht über das hinaus, was auch schon der Fall wäre, wenn man so eine normale Keycard, mit der man eine Tür öffnen kann, in der Tasche bei sich trägt. Es ist eher sogar noch ein bisschen sicherer, weil diese Chips sich nur aus wesentlich kürzeren Distanzen auslesen lassen, als der RFID-Chip, den ihr in eurem Personalausweis mit euch herumtragt. Das heißt, was da in diesen Artikeln gerade so im Netz verbreitet wird, ist zu ganz großen Teilen Panikmache. Nichtsdestotrotz geht es natürlich überhaupt nicht, dass Arbeitgeber versuchen, ihre Arbeitnehmer dazu zu bewegen, sich solche Chips einsetzen zu lassen. Denn das geht unter die Haut. Und nur die Tatsache, dass ich kein Problem damit habe, dass das unter die Haut geht, weil ich auch so einen Chip habe und damit eher positive Erfahrungen gemacht habe, heißt nicht, dass das nicht euch auch so geht und ihr vielleicht sagt, nein, Mimmels will nicht, ich will das gar nicht. Und ich möchte auf keinen Fall, dass in unserer Gesellschaft Druck entsteht, so etwas machen zu müssen,
Zumal gerade bei solchen Chips es eher so ist, dass euer Arbeitgeber mehr davon hat, als ihr persönlich jetzt. Ja, ein Hauptkritikpunkt ist immer, ist das Ganze nicht sehr unnatürlich und verstößt sogar gegen die Schöpfung oder solche Sachen höre ich mir da manchmal an. Da möchte ich das Ganze erst einmal vergleichen mit Ohrringen, Piercings, aber auch ästhetischer Chirurgie. Einiges ist ein bisschen tabu in der Gesellschaft im Sinne von, wer sich da hat was machen lassen, verheimlicht das in der Regel vor der Öffentlichkeit. Nichtsdestotrotz ist das breite gesellschaftliche Praxis, sich aus ästhetischen Gründen den Körper zu modifizieren. Und wenn man das aus pragmatischen Gründen möchte, weil es ein Stück Technik gibt, brauche ich eine bessere Begründung dafür, es abzulehnen, als das sei ja unnatürlich. Wir Menschen haben eine lange Tradition, uns und die Umwelt um uns herum zu verändern. Das geht wirklich sehr weit zurück. Also hier sehen wir relativ krasse Beispiele von Körpermodifikation und ich würde mich jetzt hüten, mich irgendwie über diese Afrikaner zu stellen, nur weil ich vielleicht deren Teller da in den Lippen albern finde oder so. Das geht halt nicht. Aber auch um mal Beispiele zu bringen, was wir hier sehen, ist eine Zuckerrübe. Und eine Zuckerrübe kommt in der Natur nicht vor. Die existiert seit 300 Jahren, seitdem der Mensch die aus der Runkelrübe gezüchtet hat, um Zucker zu haben. Dasselbe gilt rechts daneben für das Wollschaf, kommt ebenfalls in der Natur nicht vor, ist darauf angewiesen, vom Menschen einmal im Jahr geschoren zu werden, sonst geht das Tier zugrunde. Was ich damit zum Ausdruck bringen will, ist, dass es eine naive Vorstellung von zurück zur Natur oder Dinge sind ja normal, nicht gibt, sondern dass wir seit Jahrhunderten und Jahrtausenden uns selbst und unsere Umwelt modifizieren, viele Dinge als normal betrachten, die vielleicht nicht normal sein sollten und viele Dinge als abwegig betrachten, die kein Problem sind. Das heißt, wir müssen tatsächlich im Detail hingucken, was machen wir jetzt da eigentlich genau und können wir das und sollen wir das oder vielleicht auch besser nicht. Ja, um dann noch auf die politische Dimension zu kommen, es gibt eine ganze Reihe Player, die gerade das Thema sehr stark vorantreiben. Ich habe jetzt mal diese Schlagzeile über Elon Musk herausgegriffen, der gesagt hat, wir werden alle zu Cyborgs. Facebook will an Gehirnimplantaten arbeiten. Google ist auch nett unterwegs in dieser Richtung. Alle zusammen treffen sich stark, ich sage mal, in transhumanistischen Kreisen. Drumherum gibt es eine Industrie aus den Bereichen Gaming. Es gibt auch mittlerweile Game-Interfaces, die man sich aufsetzen kann und dann mit Gehirnwellen ein Computerspiel spielen kann, bis hin zu 3D-Druck, wo man sich dann eine Prothese mit einem 3D-Drucker selber erstellt, was dann wiederum sehr toll ist, wenn man in einem Entwicklungsland lebt und kein Gesundheitssystem zur Verfügung hat, das einem eine Industrieprothese zur Verfügung stellen kann, wenn man eine braucht. Dann gibt es in diesem ganzen Kuddelmuddel viele einzelne Organisationen, transhumanistische Organisationen wie die Singularity University. Es gibt Hacker, die Bodyhacking betreiben. Es gibt Hacker, die darin den Untergang der Menschheit sehen und ultraskeptisch sind. Es gibt religiöse Gruppen, die überwiegend sehr ablehnend sind und einige wenige, die dem sehr, sehr positiv gegenüberstehen. Und als die beiden wichtigsten Player gibt es halt wirtschaftlich gesehen die Medizintechnik, auf die ich schon so ein bisschen eingegangen bin, und das Militär. Das Militär macht tatsächlich erstaunlich viel und teilweise erschreckende Dinge. Es hat maßgeblich dafür gesorgt, dass es heute so gute Prothesen gibt, weil es so viele Kriegsinvaliden gibt und das Militär die Verletzten gut versorgen möchte, vor allen Dingen in den USA.
Es gibt aber mittlerweile auch synthetische Haut und synthetisches Blut, damit man jemanden auf dem Schlachtfeld gleich versorgen kann, ohne dass Blutkonserven nötig werden. Man arbeitet an Brain-Computer-Interfaces und Gehirnimplantaten, mit denen ein Jet-Pilot einen Jet direkt mit seinem Gehirn fernsteuern soll und solche Dinge. Man benutzt Datenbrillen, man benutzt Exoskelette auf dem Schlachtfeld. All diese Dinge sind gerade im Planungs- und Prototypenstadium. Wie viel davon wirklich mal aufs Schlachtfeld findet, wie viel davon nur Gerücht ist, ist im Moment schwer zu sagen. Das ist wie so ein bisschen mit dem Stealth-Bomber, der auch so ein Gerücht war, bis der dann in den 90er Jahren plötzlich kein Geheimnis mehr war. Es ist ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten, was hier Legende und was Fantasie ist. Man kann aber sagen, insbesondere das Pentagon arbeitet intensiv an der Cyborgisierung des Soldaten. Und das halte ich für eine sehr bedenkliche Entwicklung. Und auch China und Russland sind in dieser Richtung unterwegs. Ja, und die Politik, insbesondere die deutsche Politik, da ist nichts. Keine Positionen, keine Experten. Gelegentlich wird man mal eingeladen zu einer Expertenrunde, dann aber auch nur so für so ein Randthema. Also aus meiner Perspektive jetzt Randthema wie künstliche Intelligenz, was natürlich für sich genommen keins ist. Dabei gäbe es politisch sehr viele Fragen. Beispiel das Walled Garden Prinzip. Ihr kennt das, ihr habt ein Smartphone und könnt darauf nur das machen, was der Hersteller euch auch erlaubt. Und ich finde das eigentlich relativ krass, wie viel Kontrolle man da an den Hersteller abgibt für ein Gerät, das man permanent bei sich trägt und so intensiv in sein Leben integriert. Ich bin tatsächlich der Meinung, ein Smartphone zu besitzen, macht uns tatsächlich schon relativ weit zu einem kybernetischen Organismus. Da muss gar nichts implantiert sein. Wenn man jetzt aber tatsächlich was implantiert, dann könnte man sagen, Implantation ist eine drastische Form der Kundenbindung. Ich habe ein Audiokabel, das ich zum Beispiel benutze, wenn ich telefoniere. Ein Ende kommt in mein Telefon, das andere Ende kommt ins Implantat und wenn ihr redet, redet ihr mit meinem Gehirn. Ich vermute, dass dieses Kabel von den Teilen her vielleicht 2,70 Euro kostet in der Herstellung. Ich hatte nichts dagegen, wenn der Hersteller wegen seiner Kleinserie und Kosten und tralala 27 Euro verlangt. Er verlangt aber 270 Euro. Und das zahlt dann unser aller Krankenkasse. Das sind dann halt Monopolpreise. Also hier kann man tatsächlich von Monopolisierung ausgehen. Denn wenn ich zur Konkurrenz wechseln wollen würde, müsste ich erneut unter das Messer. Ich habe keine Kontrolle über das Gerät in meinem Körper. Es ist ein Computer. Ich kann programmieren. Ich würde es gerne programmieren. Ich darf es aber nicht. Und man darf mir die Technik dafür nicht geben. Open Source gibt es in dem ganzen Bereich der Medizintechnik schon mal gar nicht. Obwohl gerade da so wahnsinnig viele Sicherheitslücken existieren, dass gerade dort eigentlich ganz, ganz dringend mehr untersucht und öffentlich offengelegt werden sollte, was es an Sicherheitslücken gibt und die Forderung, dass Technik, die wir mit unser aller versicherten Gebühren bezahlen, eigentlich offen sein sollte. Ja, Sicherheit habe ich schon angesprochen. Wir konnten es noch nicht wirklich in langen Reihen ausprobieren dazu und da uns dazu so die Mittel und Leute fehlen, aber jedes Implantat und jede Prothese, die wir bis jetzt in die Hand genommen haben, hatte irgendein mehr oder weniger massives Sicherheitsproblem. Und befreundete Gruppen, die das in anderen Ländern tun, geht es genauso. Egal ob Cochlea-Implantat, Beinprothese, Herzschrittmacher, alles sehr, sehr unsicher und Windows-PCs besser abgesichert in der Regel. Ja, dann kommen wir zu Fragen wie drohende soziale Spaltung. Sekunde, ich bin so gut wie durch. Drohende soziale Spaltung. Kann ich mir jetzt tolle Implantate leisten, die mich enhancen und andere in der Gesellschaft können oder wollen das nicht? Wie wollen wir damit politisch umgehen? Bis hin zu Fragen wie Inklusion. Ich glaube, angesichts der technischen Entwicklung
sollte da langsam auch die Politik drüber reden. Und wir versuchen vom Cyborgs e.V. her da ein Angebot zu machen, aber passieren tut da im Moment noch nicht viel. Und damit bin ich durch und hoffe, ich habe nicht zu sehr überzogen. Dankeschön. Habt ihr denn noch Fragen an Enno zu Implantaten, Bodyhackern, Bodymaker? Irgendjemand? Da, dachte ich mir doch. Wie ist die gesetzliche Lage in Deutschland? Falls, sagen wir mal, ich wäre ein Arzt und jemand kommt zu mir und sagt, ich will, dass du meinen Finger abhackst und das mit einem USB-Gerät ersetzt, würde ich als Arzt das machen dürfen? Das wird kein Arzt tun und das würde wahrscheinlich dann auch unter Kunstfehler laufen, solange dieser Finger nicht wirklich aus medizinischen Gründen abgehackt werden muss, weil er zum Beispiel gerade dabei ist, abzusterben. Es gibt so Grenzfälle wie, ich möchte mir vielleicht einen Chip einsetzen lassen. Das macht im Moment auch kein Arzt und ich muss deswegen zum Piercer. Das wäre aber rechtlich eigentlich möglich, weil es im Grunde genommen auf der gleichen Ebene läuft, wie wenn ich mir einen Schönheits-OP machen lasse. Aber eine Gliedmaße abhacken lassen oder überhaupt irgendwas tun, was die Körperfunktion verschlechtert und beeinträchtigt, das darf kein Arzt, der macht sich hier strafbar. Danke. Noch eine Frage? Da drüben. Sorry, ist ein bisschen off topic, aber du bist der Einzige, den ich das fragen könnte. Stimmt es, dass man einen Herzschrittmacher mit so einem normalen Neodym-Magneten in so einen 50, 60 Schläge pro Minute versetzen kann? Nicht, dass ich wüsste und käme mir komisch vor. Aktuelle Herzschrittmacher, viele Jahre zurück, arbeiten eigentlich digital. Das heißt, die dürften nicht auf so analoge Weise auf einen Magneten reagieren. Ob ältere das tun, ist eine spannende Frage. Werde ich mal gucken. Kann ich nicht beantworten. Okay, danke schön. Hast du ja gleich ein neues Recherchenthema? Danke. Sehr gern. Ciao.